Da gebe ich sogar eine von 10. Von 10 für Lukas. Das ist einfach Danny. Danny aus dem Brawl Talk. Aber kriegt hier die Ulti durch. Und auch mit dem Gadget. Ich bewerte heimlich die Profile und den Skill meiner Zuschauer. Ich werde ihnen nämlich heimlich zuschauen und mal gucken, wie sie sich so anstellen. Also wie gut sie spielen, welche Brawler sie spielen, auf welchen Maps und ist das überhaupt Skill? Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Like und natürlich auch gerne mal ein Abo da. Möchtest du auch mal ein Video von mir? Schreib es in die Kommentare und sei einfach aktiv auf meinem Kanal. Zum Beispiel mit einem Abo. Dann starten wir mal rein. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo wir denn hier so Leute haben, die hier gerade in Runden spielen. Ich würde sagen, starten wir direkt mal mit einem über 100.000 Trophäenspieler. Und ja, der hat natürlich wahrscheinlich eine ganz andere Spielhöhe. Und, oh, okay. Er ist also anscheinend im Knock... Ah, nee, nicht Knockout. Und zwar Duelle, okay. Duelle, 1 gegen 1. Und sein Brawler ist Draco. Und wir sehen auch, er hat gerade schon ein Upgrade. Also diese, ja, diese SpongeBob-Items auf sich drauf. Und da hat er den Kramburger und holt hier direkt das 1 gegen 1. Okay, er startet und der Gegner hat jetzt El Primo. Okay, wie finde ich das bisher? Ich muss sagen, ich finde Duelle sind sehr skilllastig. Also ich finde, da kann man schon gut erkennen, ist jemand ein guter Spieler oder weiß er eigentlich gar nicht, was er macht. Gegner jumpt hier direkt rein in ihn und er kann sich heilen. Ja, El Primo hat wahrscheinlich auch ein bisschen Ulti wieder mitgenommen. Er sollte sich wahrscheinlich ein bisschen heilen. Ich meine, klar, mit 100.000 Trophäen, der weiß genau, was er machen muss. Aber nicht nur er, wahrscheinlich sein Gegner genauso. Und der Gegner möchte die Ulti mitnehmen, möchte ihm aber keine mehr geben. Und ja, nimmt den Tod freiwillig mit, um die Ulti zu behalten. Das machen halt gute Spieler. Ein schlechter Spieler wäre jetzt einfach weggegangen. Aber er hat... Ja, ach nee, ach, er hat gar nicht sein Ulti. Oh mein Gott. Und zwar, weil er weiß, sein letzter Brawler ist auch Draco. Und er hat aber halt die Ulti und, ja, Obsession, der Spieler, hat sie nicht. Oh mein Gott, okay. Tja, wie geht das aus? Draco gegen Draco. Beide auch mit dem gleichen also mit diesem gleichen Power-Item. Und das sieht nicht so gut aus für ihn. Aber kriegt hier die Ulti durch. Und auch mit dem Gadget. Oh mein Gott. Das war richtig knapp. Okay, jetzt heißt es 8-Bit gegen Draco. Boah, ich weiß gar nicht. Was würdet ihr sagen? Wer stärker? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wer stärker? Draco oder 8-Bit? Wer wird hier gewinnen? Ich meine, das sind so gute Spieler. Aber der Brawler hat da natürlich einen großen Einfluss. Und er hat geauto-aimed. Der 8-Bit hat... nee, nicht der 8-Bit, sondern der Draco. Und trotzdem gewinnt der Draco. Okay, sehr krass. Er hat leider verloren. Dann würde ich sagen, gucken wir uns auch noch schnell sein Profil an. Ja, 100.000 Trophäen, extrem stark. 3 Würfe, 3 Siege, 37.000. Das ist wirklich viel. Ich meine, an alle. Ich meine, ihr spielt ja selber. Ihr wisst, wie viel das ist. Und ja, er hat aber auch sehr viele Solo-Siege. Duo-Siege auch sehr viele. Ja, ich weiß nicht, warum so viele Solo-Siege. Bei sowas denke ich immer direkt an Teamer. Wird er vielleicht wahrscheinlich auch nicht sein. Ich habe gar keine Ahnung. Aber ich denke, er wird jetzt nicht groß. Wobei, 1500, die kann man ja mittlerweile eher schwieriger. Weil 5 bis 5 machen, manche machen da ja auch so ein bisschen, ne? Ich würde sagen, ist ein geiles Profil. Zahlen, ja. Ich würde sagen, ich gebe ihm eine... 8,5 von 10 Punkten. Ja, dann gehen wir zu einem neuen Spieler und nehmen mal... Komm, nehmen wir hier mal einen weiblichen Spieler und zwar Saskia. Okay, wir haben jetzt gerade wahrscheinlich einen Mann gesehen. Ich glaube Obsession, ich glaube den kenne ich auch. Oh, okay, da ist direkt die erste Runde hier verloren gegangen. Mal gucken, wie das die Frauen machen in Brawl Stars. So, ich weiß, Saskia auch guter Spieler. Hat gerade Mo auch mit Upgrade. Okay, sie weiß noch nicht, wo der Duck ist. Wenn sie Pech hat, geht sie da vielleicht zu nah ran. Ja, genau das haben wir gerade gesehen. Schade. Okay, sie hat noch Mates. Wenn die Mates das irgendwie retten können, geht es für sie weiter. Der Crow geht down und der andere chillt im Busch. Okay, also da tut sie mir total leid. Das wird mit 100%iger Wahrscheinlichkeit ein Lose. Ja, Gegner down. Also, ihr Team ist down, nicht die Gegner. Ja, okay, wie bewerten wir das Ganze? Ich kann mir eigentlich kaum ein Bild davon gerade machen. Ich würde sagen, wir gucken vielleicht nochmal zu. Sie ist wieder reingegangen in eine neue Runde. Und ich würde sagen, wir gucken nochmal schnell rein. Vielleicht die erste Runde oder so. So, sie hat Mo, starker Brawler.
Und da holt sie sich auch den Nico. Und ja, da oben tatsächlich eine Mandy AFK am Chillen. Ich wäre so unglaublich sauer. Wirklich, AFK-Spieler ist einfach nur der Wahnsinn. Ja, von daher, ich glaube, die Runde werden sie auch holen. Von daher, Spielstil, ja, ich habe jetzt nicht so viel gesehen. Aber ich würde sagen, geben wir eine 7 von 10. Okay, nehmen wir wieder einen höheren Spieler. Grüße an Lukas. Bei dir schauen wir zu, mein Lieber. Und hier sehen wir auch Duelle. Und er hat tatsächlich auch ein Draco. Es ist sogar die erste Runde von den Jungs. Und zwar, Gegner hat Frank mit Ulti und unser Boy spielt einen Draco. Aber wer macht das hier? Draco oder Frank? Ah, der Frank versucht ihn so ein bisschen zu baiten. Klappt auf der Höhe natürlich schlechter. Aber, ja, beide natürlich auch wieder mit dem gleichen Item, dem kleinen Power-Up. Und zwar mit dem Krabbenburger. Und er wird hier auch gestunt. Und zwar nochmal, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist einfach ein Verbrechen. Das ist einfach ein Verbrechen. Was hat der Frank gerade mit ihm gemacht? Wow. Wow. Da, ja, da fehlen einem wirklich die Worte. Und der muss jetzt vor allem weiter Frank spielen. Ja, er ist jetzt Shelly, macht den Verliebt-Emoji. Schießt so ein bisschen rüber. Weiß nicht, was er da vorhat. Ist das so quasi wie, ich gebe auf? Nee, safe nicht. Er lässt ihn halt quasi einfach, ja, einfach ein bisschen Zeit ins Land gehen, glaube ich. Er hat eh schon seine Ulti, von daher. Oder weil er sagt, er hat keine Chance. Ja, okay, vielleicht sagt er auch, er hat keine Chance, weil er hat hier tatsächlich auch verloren. Okay, was passiert hier? Ist der Frank einfach zu stark? Ist Frank aktuell einfach ein Brawler, wo man sagt, man kommt nicht an ihm vorbei? Vor allem wie er, der einfach ein Spieler ist mit extrem viel Trophäen. Ich find's krass. Wir gucken uns gleich nochmal sein Profil an und werden auch da mal schnell noch eine Bewertung abgeben. Und okay, okay. Oh mein Gott! Frank gewinnt alle drei Runden. Wir gucken uns einfach mal sein Profil an. Lukas hat 118.000 Trophäen. 59.000 3 vs 3 Siege. Ach, apropos Fakereien. Die Solo-Siege werden ja wahrscheinlich von Duellen kommen. Da wird wahrscheinlich keiner von den Jungs überhaupt teamen. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ja, vom Profil her, Trophäen stark, Gesamtspiele stark. Ja, also ich würde bei dem Profil definitiv eine 9,5 von 10 geben. Und ich meine, ne, die Brawler-Leute, die sagen auch wirklich genug. 1500 Trophäen-Brawler. Wow. Einfach wow. Also was soll man da halt zu sagen? Der niedrigste Brawler von ihm, logisch Mo, aber ist Shelly mit 1050 Trophäen und war auch mal Rang 35. Also, ja, bis auf den neuen Brawler. Alles auf Rang 35. Ganz stark. So, dann würde ich sagen, neuer Zuschauer und Jonas Landi. Okay, Leute, was ist mit seinem Namen? Okay. So, dann gucken wir mal, wem können wir hier noch so zuschauen? Und ich würde sagen, gehen wir mal rein bei Radan. 84.000 Trophäenspieler. Und was macht der denn gerade? So, und Radan ist drin. Oder jetzt genau genommen ist er down. Ist er gerade gestorben und kommt da gerade wieder. Oh, er spielt Hank. Hank, ein Brawler, wo viele sagen, oh, der ist ganz schlecht. Von daher, ich bin sehr gespannt, ob sie hier überhaupt die Runde irgendwie gewinnen können mit einem Hank im Team. Oh mein Gott, die wurden gerade richtig weggefrühstückt. Okay, Mortis gegen Buzz. Warum probiert er das? Er probiert es tatsächlich. Okay, Chuck rennt da weg. Chuck kommt weg. Ja, können wir hier noch ein kleines Comeback sehen? Wobei, Comeback ist es eigentlich gar nicht. Jetzt ist ein Comeback. Jetzt ist ein Comeback, weil ich wollte gerade sagen, die Gegner haben sogar 10 Juwelen. Von daher, das sieht ganz, ganz schlecht aus. Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht auch nicht Hank, vielleicht auch nicht sein Lieblingsbrawler ist. Gut, okay, die haben aufgegeben. Diese Runde ist durch. GG's an die Gegner. Ja, Leute, generell, die ganzen Zuschauer wissen ja auch gar nicht, dass wir hier, da steht 0 zu 4, die wissen ja auch gar nicht, dass wir hier überhaupt zuschauen und dass wir die hier heimlich bewerten. Manche sehen das vielleicht auf YouTube und denken sich, oh mein Gott, du hast nicht wirklich in diesen Runden zugeschaut. Doch, habe ich. Ich gucke zu und sehe hier Dinge,
die ihr vielleicht gar nicht wollt, dass die irgendwo gesehen werden. So, dann gucken wir mal hier oben zu. Sind die gerade in einer Runde? Die sind in einer Runde. Und ich würde sagen, da gucken wir doch einfach mal direkt ganz frech zu. Er ist anscheinend im Knockout und es ist die letzte finale Runde. Beide haben schon einen Punkt geholt, beide Teams. Und Frank kriegt den Stun, das heißt, er ist tot. Er ist tot. Er ist nicht tot! Er ist nicht tot! Alle anderen sind tot. Wow! Wow! Alle anderen sind tot, nur er nicht. Und er wird auf die gleiche Art und Weise wieder gestunt. Gut, okay, da haben wir hier leider den Loose gesehen. Neue Runde, neues Glück, sagt man ja so gern. Okay, wir gucken zu, mein Lieber. Dieses Mal sind wir auf der gleichen Map und anscheinend auch die Brawler. Nee, Brawler sind anders. Okay, bin sehr gespannt, ob wir hier einen ganz anderen Sieger sehen werden. Okay, Gegner rennt einfach rein. Okay, der ist sich sehr sicher und kriegt auch den Kill, also bekommt den Gegner. Okay, geht aber selber dadurch down. Okay, nur noch Mortis gegen unsere beiden. Ja, Patrick und Buster. Komm, Patrick Bus. Und Patrick Bus holt sich den Mortis. Okay. Leute, ey, SpongeBob, ich liebe diese Skins. Sieht richtig cool aus, auch der Patrick-Skin. Ja, finde ich ganz cool. Der wird sich nur angenähert. Und jetzt geht es hier so ein bisschen rein. Und jetzt macht er aber einen Rückzieher. Und Rückzieher machen ist immer nie gut. Also in den seltensten Fällen. Und wir sehen hier 3 gegen 1. Wir sehen 3 gegen 2. Und da haben sie die Runde gewonnen. Ich würde sagen, wir haben hier eigentlich nicht viel anbrennen lassen. Bube, Daumen nach oben für dich. Stark gemacht. Und ich würde sagen, wir gucken uns nochmal ganz schnell das Profil an. Bube bei 85.000 Trophäen. Profil 62.000. 3 versus 3 Siege. Das ist natürlich echt stark. Okay. Boah, Profil. Gucken wir mal auf die Brawler. Wir sehen hier Rang 35er. Ansonsten viele auch höhere als Rang 30. Aber Profil, ah, ist wirklich stark. Ich würde sagen, im Vergleich natürlich zu den 100.000 plus Trophäenspielern, würde ich sagen, geben wir dem Profil eine, ja, 8,5 von 10 Punkten. Einfach weil ich habe natürlich dem anderen mit über 100.000 mehr Punkte gegeben. Da kann ich natürlich jetzt nicht drüber gehen. Von daher, starkes Profil. Und wir gucken uns den nächsten an. Vor allem, ich weiß auch schon wen. Ich habe hier gerade jemanden gesehen, Leute. Kennt ihr den? Grüße gehen raus, Porky. Was geht, mein Lieber? Ja, Poki, wenn du hier gerade einmal online bist, Poki, dann bewerten wir auch einfach mal dein Profil. Poki hat 70.000 Trophäen, ist sehr, sehr stark. 70.000 haben die wenigsten. 17.000 3 vs 3 Siege. Leute, ich glaube, der Poki kommt vielleicht gar nicht so oft aus der Wohnung raus. Ich meine, 17.000 3 vs 3 Siege. Poki, machst du auch noch was anderes außer Brawl Stars? Nein, Spaß. Nur Liebe an Poki. Ey, starkes Profil, Poki. Ich habe leider nicht so viele 3 vs 3 Siege. Ich bin nämlich einfach neidisch. Und wir gucken uns einfach mal die Ränge an. Poki hier, Rang 30er auf dem Account. Hatte denn auch einen Rang 35er. Das gibt natürlich dann deutlich mehr Punkte. Und ich sehe Poki. Poki, was ist da los? Poki, ich sehe hier gerade keinen Rang 35er. Ich glaube, Poki, das muss mal ein Video werden. Oh mein Gott, Rang 34er Angelo. Oh mein Gott, okay. Poki, ich glaube, das muss mal ein Video werden. Poki pusht seinen ersten Rang 35er. Würdet ihr euch das anschauen? Schreibt es mal in die Kommentare. Okay, Leute, jetzt möchte ich mal, dass ihr Punkte verteilt. Schreibt mir mal die Punkte für Poki in die Kommentare. Wie viele Punkte würdet ihr Poki geben? Aber da fällt mir gerade ein, ich kann ja auch mal die anderen bewerten. Wo ist eigentlich Lukas? Wollen wir mal von Lukas Brawl Stars das Profil bewerten? Oh mein Gott, Leute. Ich dachte gerade, hat mich Lukas aus der Freundschaftsliste gekickt? Aber nein, Lukas hat sich einfach nur umbenannt auf Eierkopf auf die 1. Ja, okay, ich glaube, das ist für ein Video. Ja, nee, okay, das ist also Lukas Profil, der echte Lukas Brawl Stars und hat 68.000 Trophäen, 26.000 3 vs 3 Siege. Ja, boah, ist echt stark. Jungs, wieso habt ihr so viel? So, dann sehen wir hier ganz, ganz viele Rang 30er. Oh mein Gott, Grom, Rang 34. Okay, das ist schon stark. Das ist schon stark. Aber hat er auch ein 35er? Na klar, Mr. P und auch Squeak hat er. Und ich glaube, hat er nicht noch einen?
Wollte er nicht? Hat er nicht auch Larry Lurie oder bin ich gerade falsch? Nee, nur Rang 30. Okay. Ja, also das ist das Profil von Lukas. Und ja, ey, komm, da gebe ich sogar eine 9 von 10. 9 von 10 für Lukas. Oder seid ihr anderer Meinung? Wollen wir mehr Punkte? Okay, dann geben wir für Lukas eine 9,1. Okay, 9,1 von 10. Lukas, deine Punkte. Leute, guckt mal auf meinen Namen. Was steht da? Code River? Leute, ja, ich habe einen Creator-Code. Tragt den gerne mal ein bei euch in Brawl Stars. Einfach hinten mal Creator-Code River eintragen. Würde mich sehr supporten. Vielen, vielen Dank. Leute, kennt ihr diese Person? Okay, der Name verrät schon. Das ist einfach Danny. Danny aus dem Brawl Talk. Also der Brawl Stars Danny. Kennt ihr den? Ich meine, wir können sogar nachgucken, dass es wirklich auch der echte ist. Und zwar einfach mal in den Clan gehen. Und oh mein Gott. Wer ist da alles drin? Leute, einfach Frank, der Chef von Brawl Stars. Der ist natürlich auch mit dem Clan. Und das ist übrigens sein Profil. Echt stark. 50.000 Trophäen. Und natürlich mit dem SpongeBob-Skin. Ja, Leute, das war's mit meinem Video. Vielen, vielen Dank an alle, die irgendwie mit dabei waren. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne mal einen Like da. Und natürlich auch gern mal ein Abo. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.